Rest auf Bundestag, Sitzung 11, 22, Teil 1. Und wer glaubte, mit der Corona-Pandemie hätte er schon genug zu schultern, der kämpft... Nein, eigentlich Golf Klöckner nicht nochmal sehen zu müssen. ...nun auch mit steigenden Energie- und Lohnnebenkosten, mit Lieferengpässen. Ich muss schon ein bisschen... Also, ist schon hochinteressant, dass die Grünen an der Stelle, wo es darum geht, dass Selbstständige ihre Altersversorgung, die bei uns gut geregelt ist als Abgeordnete, aber dass Selbstständige ihre Altersversorgung auflösen, um Arbeitsplätze zu retten, dass ihnen dann nichts anderes einfällt, als zu lachen, das zeigt viel. Das zeigt, dass Wirtschaft für sie überhaupt keine Rolle hier auch spielt. Wir brauchen ein Sofortprogramm für unseren Standort und für die Wirtschaft. Und im Koalitionsvertrag der Ampel finden sich durchaus Ansatzpunkte dazu. Wir gehen noch weiter. 9 Punkte. Bessere Abschreibungsmöglichkeiten brauchen wir. Steuerliche Verlustvermeidung. Abschreibungsmöglichkeiten? Was meint ihr da? Ah, so steuermäßig abschreibmäßig. Ich muss sie nicht zahlen wegen Fanny Prenko oder so. Es wäre sauwitzig, wenn sie Klassenarbeit meint. Rechnungen müssen ausgeweitet werden. Verkürzung von Planungs- und Genehmigungsverfahren, aber nicht nur bei Energieanlagen. Man muss dann schon sagen, ist ein bisschen doppelmoralisch, sagen die das ja auch. Also die waren jetzt ja 16 Jahre in der Regierung und jetzt kritisieren sie den Scheiß, den sie in der Zeit verkackt haben, sagen, Jungs, ey, komm, das hätte er schon früher machen können. Senkung des Strompreises 2023, Abschaffung der EEG-Umlage, ist viel zu spät. Verlängerung der Sozialgarantie über 2021 hinaus. Stärkung zum Beispiel des Eigenkapitals von Personenunternehmen. Oder siebtens, Flexibilisierung der Arbeitszeit. Nicht nur eine Tageshöchstzeit, wir wollen eine wöchentliche Höchstzeit. Und wir gehen weiter, Ratifizierung von... Jungs, Ralf Lenkert ist richtig böse, wer hat denn regiert in den Jahren? ...oder auch Anpassung der Corona-Hilfen. Was uns aber am meisten erschrocken hat, ist das Staatsverständnis der Ampel. Und am meisten, die größte Enttäuschung, ist die FDP hier. Die FDP, die sonst im Wahlkampf viel... FDP tut ja weh. Ey, Jungs, ich hasse es. Ich bin auf TikTok und so einer kranken Querdenker-Bubble. Ich komme noch nicht mehr raus. Jedes zweite Video ist Hetze gegen die Ampel, Hetze gegen Corona. Yeah, was will dieser Lauterbach uns doch alles aufbrummen? Wehrt euch endlich, yeah. Und ich will das gar nicht, weißt du, mein? ...versprochen hat, ordnungspolitisch. Jetzt sehen wir, der Staat soll mehr regulieren, mehr intervenieren, Wettbewerb beschneiden. Machen Sie eines, gleichen Sie die kalte Progression aus, wie das die CDU-geführten Bundesregierungen vor Ihnen gemacht haben. Ich sage am Ende, liebe FDP, es ist kein Hexenwahn. Wichtig. Zusätzliche Gebühren müssen vermieden werden. Jetzt allesamt auf den Link klicken, sonst kriegt den Virus. Wollen ist wie machen eben weniger krass. Wisst ihr, was traurig ist, Jungs? Dieser Spruch hängt in unseren Kühlschrank. Wollen es wie machen, nur weniger krass. Das hängt in unseren Kühlschrank von uns. Den hat unsere Mutter gekauft, dachte, boah, das ist ein funny Gag. Die hat den einen Schwung gekauft mit einem Ding, das steht über unserem Herd, steht Bratort. Das ist ein Tatortwitz. Wisst ihr, das Logo von Tatort, aber steht anstatt Tatort Bratort. In so einer Riege sind diese Witze. Und die bringt und denkt sich. Ein Banger. Und da, wo Amazon vergeht. Aber treibt es ja schon. Oh nee! Live Erik Holm, oh, geiler Name. Aber nicht so geile Partei. Live Erik Holm. Jetzt, wenn wir genau hinschauen, die Unternehmen ins Ausland oder sie fahren ihre Produktion runter, wie jetzt zum Beispiel die Glashütte in Freital. Dort übersteigen die Energiekosten den Umsatz, muss man sich mal vorstellen. Der Geschäftsführer sagt, die Politik kann sich sämtliche Corona-Hilfen sparen, wenn sie bei den Energiepreisen keine Lösung findet. Und jetzt geht es nochmal in die falsche Richtung. Mit Ihrem Plan, Herr Habeck, werden Sie bald kein Wirtschaftsminister mehr sein, sondern Insolvenzminister. Es ist doch immer so peinlich, wie bei den Linken und der AfD wirklich nur deren eigene Fraktion klatscht, ne? Also bei der AfD ist besonders bei den Linken, aber meistens auch. 2% der Bundesfläche mit Windrädern zustellen. Wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei, das den Ländern schmackhaft zu machen. Bei mir in Mecklenburg-Vorpommern haben wir jetzt schon an die 3000 Windanlagen stehen und kaum noch einen freien Blick zum Horizont. Und vor allem wird das auch nichts nützen. Ja, schauen Sie doch mal bei uns vorbei in die Nähe von Alpen-Treptow. Auf gar keinen Fall komme ich nach Alpen-Treptow, der Junge, noch nie was Schlimmeres gehört. Ey, stell dich mal vor, ihr schlaft gerade ruhig. Mach ein ruhiges Nickerchen und auf einmal kommt jemand an euer Ohr. Alpen-Treptow. Junge, ist doch vorbei, direkt. Ossi, servus. Reds, 1 Red, Bro, was ist mit dir los? Bist du immer noch 14? Ich hab die Vermutung. Danke dir, Kuss.
auf Rügen gingst, wie das dort aussieht. Das ist nicht der richtige Weg. Ganz doch, ist der richtige Weg. Einfach. Ja, hab ich. Das ist der Weg. Warte mal, das ist doch von Mandalorian. Jungs, stell ich mal vor, es gibt auch im Bundestag keine Kleiderordnung. Wenn ihr euch, ich bin immer noch drei, safe. Jungs, stell ich mal vor, es gibt im Bundestag keine Kleiderordnung, soweit ich weiß. Aber es gibt so ein Autoverbot. Wenn man so ein Kostüm hingehen würde, wisst ihr mal, wenn ich jetzt so mit Handschellen reingehen würde. Oder so als Mandalorian-Typ verkleide und sagen, keine Ahnung. Yeah, Among Us, das ist der Weg. Das würde ich mies fühlen. Recht herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Amt. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Oh, CSU, safe. Ich wünsche Ihnen den besten Erfolg. Vor allen Dingen... Jungs, Klaus macht jetzt richtig. Das war ein Banger, wa? Natürlich bei den Projekten, wo unsere Meinungen übereinstimmen. Ich kann Sie aber warnen, es sind nicht sehr viele, wo wir unterschiedliche Positionen haben, aber einige schon. Und die werde ich natürlich auch ansprechen. Wir sind mit Ihnen der Auffassung, dass wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen müssen. Gertrude, geht's? Na also, musst du selbst entscheiden, ob das jetzt hier gut ist. Ich gebe dir einen Tipp, ging schon mal besser. Wir sind für einen raschen Ausstieg aus der Kohle. Atomenergie, tut mir leid, das ist ein unumkehrbarer Weg, aus dieser Atomenergie auszusteigen. Ey, perfekt, ich hab gerade in der Hand. Ah, Jungs. Und jetzt macht wieder Holy Musik auch noch, wenn das gar nicht mal so witzig ist, aber ich lasse es immer so. Hast du angefallen? Das traurig ist ja auch immer. Hier sieht man gar nicht so, aber ich trinke immer. Die ist ja saudreckig da drin, das sieht man vielleicht ein bisschen. Ich trinke immer Staub, irgendein Kleberrest. Jungs, das Ding bringt mich um. Ich bin in 2 Wochen bin ich tot, wegen dir, Kip. Genau wegen dir werde ich sterben. Gott sei Dank werden wir den gehen. Und ich habe ja bei Ihrer Rede, Sie haben gesagt, Blick verstellt, Horizont verstellt, wegen Windräder. Ich habe den Eindruck, bei Ihnen ist der Horizont aus ideologischen Gründen verstellt. Und deshalb würde ich da ein bisschen vorsichtig. Meine Damen und Herren, wir haben den Fakt, Frau Glöckner, dass die letzte... Ich stelle mir immer wieder vor, wenn ich diesen Bundestag sehe und irgendeine Rede, dass irgendein wichtiger Kenner Scholz-Rede vorne macht und die wichtigste Rede des Lebens, keine Ahnung, Jungs, wir sind jetzt ein anarchistisches Regime. Dann ist kurz Schweige, also ist einfach alles ruhig und im Hintergrund sitzt irgendein Politiker in der allerletzten Reihe so auf maximal Lautstärke. Din, 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 von Clash of Clans. Ich würde das so fühlen. Die Regierung tatsächlich verschlafen hat, die erneuerbaren Energien auszubauen. Und deshalb in dem Zusammenhang von grüner Planwirtschaft zu sprechen... Ich habe gesagt, ja, ich kann dabei erst später, denke ich mal, mein Zuhörer, der 30. Der war an dieser Frage... Jungs, 19 Uhr oder 19.30 Uhr, Garlic Phone. Deutlich weiter, der hat von Industriepolitik gesprochen, da habe ich von Ihnen nichts gehört. Es tut mir leid, das war nicht sehr erfolgreich, was ich hier dargestellt habe. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Carsten Hilse. Ich will aber vorher, Herr Hilse, wenn Sie mir gestatten, eine kurze Vorbemerkung machen. Es ist traurig. Ich will von diesem Namen eigentlich gar kein Gesicht kennen. Möchte ich eigentlich nicht. Sie haben gerade ein paar kreative Umbaumaßnahmen vorgenommen. Das ist selbstverständlich nicht Ihre Aufgabe. Deswegen sage ich Ihnen zu, dass wir sicherstellen werden, dass Sie alle, die von oben reden... Nee, die Sperrholzplatten, mit denen ist jetzt... Ach, also ich weiß nicht, ob du das meinst, aber dieser Raum... Ich war eigentlich nur das letzte Mal da, aber der Raum ist fertig. Ich sitze hier drin und sterbe jeden Tag. Müssen aufgrund der derzeitigen Situation eine Möglichkeit bekommen, auch Ihr Redemanuskript ablegen zu können, sodass Sie das nicht selber machen müssen. Und jetzt... Ah, er war cool. Guck mal, Jungs, der hat sich so ein Ding geschreinert. Das finde ich gar nicht mal so schlecht, um ehrlich zu sein. Jetzt erteile ich Ihnen das Wort für Ihre Rede. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wundert mich natürlich, dass das bis jetzt noch nie passiert ist, aber gut. Und einen Punkt muss ich noch ansprechen. Sie haben der Tourismusbranche versprochen, eine bessere Koordination der Tourismuspolitik. So steht es im Koalitionsvertrag. Wichtig ist jetzt erst einmal volle Aufmerksamkeit und Wertschätzung für diesen gebeutelten Wirtschaftsbereich. Und anstelle des allein für den Tourismus zuständigen Beauftragten haben Sie eine Koordinatorin eingesetzt, die sich gleichsam um die genauso gebeutelte maritime Wirtschaft kümmern soll. Junge, maritime Wirtschaft, da sieht man, warum die in der CDU ist.
Frau Müller ist eine nette Frau, aber sie kann das definitiv nicht alles gleichzeitig machen. Und noch nie sah sich die Tourismusbranche einer so dramatischen Krise ausgesetzt. Lieber Herr Minister, ich denke, Sie... Also das gab es schon. Das war aber ganz schön vor der Zeit. Da, also, wenn du da mit dem Boot über Ostsee gefahren bist, da kamst du lebend raus. Wir sollten noch einmal in sich gehen und der Tourismuswirtschaft einen alleinigen Ansprechpartner zur Verfügung stellen. Mehr als 3 Millionen Menschen, die auch eine Zukunft haben möchten, haben es verdient, dass sie volle Aufmerksamkeit und Wertschätzung der Bundesregierung erfahren. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Karliczek, Frau Müller ist nicht nur eine nette Frau, sie ist auch eine sehr kompetente Frau, die dieses Thema der Tourismuswirtschaft, glaube ich, sehr gut bedienen wird. Und darauf können Sie sich verlassen. Die neue Ampelkoalition und die Bundesbildungsministerin haben hier einen klaren Richtungswechsel eingeleitet. Mit uns. Ich freue mich so über den Namen Ria Schröder. Ich hätte niemals gedacht, dass es ein Name ist. Weißt du, wenn mir sagt, die Ria Schröder, ich glaube, das ist eine Krankheit, aber nee. Die nächsten 4 Jahre der Bildungspolitik geprägt sein vom Ziel, also nichts gegen Sie, einfach, der Name ist krass. Jungen Menschen in diesem Land Aufstiegschancen zu ermöglichen. Endlich. Und ich freue mich ja über die große Zustimmung von der Union. Das hätten Sie zwar die letzten 16 Jahre schon umsetzen können, haben Sie versäumt, aber Frau Schön, Sie haben ja auch die letzte Bildungsministerin, Frau Karliczek, erwähnt, aber nicht das Desaster, was sie für die Bildungspolitik in diesem Land war. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass sie nicht einmal darüber nachgedacht hat, das BAföG als Krisenschutz für Azubis und Studierende zu öffnen. Nicht einmal, als die Jugendorganisation der demokratischen Parteien, Junge Liberale, auch die Junge Union war dabei, sie darum gebeten haben. Sie hat auf den gemeinsamen Brief nicht einmal geantwortet. So viel Desinteresse und Ignoranz gegenüber jungen Menschen darf nicht noch einmal die Bildungspolitik in diesem Land bestimmen. Wir haben richtig? So viele Themen, wo Sie sich als Koalition auch klar werden müssen, was Sie eigentlich wollen. Wollen Sie Dinge ermöglichen oder wollen Sie Dinge verbieten? Im Verbieten waren wir in der Vergangenheit groß. Die Union stand für diesen Kurs nie. Wir waren immer für Offenheit und Technologie. Weiß ich nicht. Und ich glaube, dass wir mit der... Es ist interessant, dass gerade die Grünen beim Thema Verbote lachen, lieber Kollege Gehring. Das möchte ich an der Stelle mal sagen. Die Verbotsliste Ihrer Partei ist doch legendär. Das ist ein letzter Punkt. Wir brauchen noch mehr Dialog. Und wenn ich den Kollegen Sattelberger auf der Regierungsbank sehe, hat er Learning Analytics am Wochenende angekündigt. Finde ich gut. Habe ich dreimal gefragt, was er denn damit meint. Habe ich keine Antwort bekommen. Herr Kollege, Sie haben auch zu Ihrem Hund getwittert. Der ist zweifelsohne süßer als die Wissenschaftsthemen. Dazu gratuliere ich Ihnen. Da waren Sie deutlich auskunftsfreudiger. Ich glaube, hier brauchen wir auch einen Dialog zwischen Regierung und Opposition. Den wünsche ich mir im Parlament wie auf anderen Ebenen. Viel Erfolg, alles Gute. Wir werden hier was erreichen. Nach 16 Jahren verpasster Chancen kommt von der CDU null Selbstkritik und viel unverdientes Selbstlob. Das ist beachtlich. Das ist beachtlich. Denn im Schnitt studieren 3 von 4 Akademiker. Ja, also wirklich, wie im Kindergarten, muss man sagen, auf so einer gehobenen Ebene. Bundestag, ne? Man kann ja nicht einfach so, man kann sich ja nicht vorstellen und sagen, yo, weißt du, du bist halt ein mieses Stück Scheiße, deine Fresse, sondern man sagt dann, keine Ahnung, yo, du bist unterkomplex, du. Niederer Mensch, schwierig, du bist einfach nur unterkomplex, yeah. Weißt du, das ist immer so auf gehoben, Disney sich die ganze Zeit. Akademikerkindern. Yeah, dein Hund ist süß. Einfach zerstört, weißt du, ich mein? Während es unter der träumt immer noch von den Arbeiterkindern nur eines von 4 ist. Und dabei ist Bildung eine der besten Investitionen, die ein Staat tätigen kann. Wurde in der Vergangenheit nur allzu oft gespart, ist es nun an der Zeit, endlich die richtigen Weichen zu stellen. Ich bitte jetzt in allen Fraktionen die entsprechende Aufmerksamkeit herzustellen. Erinnere daran, dass das Fotografieren während der laufenden Sitzung nicht gestattet ist. Und behalte mir vor, sollten doch Aufnahmen, die gerade entstanden sind, in den Netzwerken oder in der Öffentlichkeit auftauchen, die entsprechend. Weil ich frage, ist ein Selfie erlaubt, wenn ich jetzt einfach nur mich selber fotografiere? Entsprechenden Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen.
Sie haben angesprochen, Ziel 30 Millionen Impfungen bis Ende Januar. Das hat Olaf Scholz als Bundeskanzler auch vollmundig versprochen. Bis Ende Januar solle es gelingen. Kurz, ich habe mitbekommen, was Biden gemacht hat. Das hat mich irgendwie sehr verwirrt. Da hat ein Reporter von, ich glaube, ich habe den Dings vergessen, hat irgendwas über Inflation gefragt. Er hat gesagt, Biden hat zu dem Typen gesagt, du bist ein Scheißkerl. Das fand ich irgendwie nicht okay. Also für den Präsidenten eines der mächtigsten Länder der Welt fand ich das gar nicht angemessen, muss ich sagen. Ja, okay, aber der Typ ist auch sau alt. Der macht sich mal lange. Auch hier ist momentan völlig offen, wie wollen Sie dieses Ziel erreichen? Ich darf nur darauf hinweisen, die Impfkampagne ist seit Tagen weit entfernt von dieser 1 Million Impfung, die wir pro Tag bräuchten. Wir liegen gerade mal bei der Hälfte dieser notwendigen Impfung. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Punkt, der grenzt schon fast an Arbeitsverweigerung. Und da können Sie auch oje, oje so laut schreien, wie Sie möchten. Der Nötigung der Regierung zu widerstehen, ist ein großer Akt der Solidarität, denn er ist ein Beitrag zur Freiheit von Millionen Menschen. Durchgehend Haus machen, aber da könnte ich auch durchgehen Perlbahn. Vielen Dank dafür. Ey, wenn du bei Martin sicher durchgehend Haus machen würdest, dann würde ich niemanden bannen. Die Gesundheitspolitik muss endlich wieder die Gesundheit der Menschen. Er fängt an zu reden und es kommt einfach die traurige Musik. Den Fokus haben, anstatt als Feigenblatt für willkürliche Spaltung und Diskriminierung zu dienen. Mit 2G+ setzen Sie den Bundestag mit einer Kneipe gleich und sagen zugleich, dass er kein Arbeitsplatz ist, denn am Arbeitsplatz gilt 3G. Sie wollen immer angeblich demokratische Fraktionen sein, setzen aber den Bundestag mit einer Kneipe gleich. Das ist absolut irre. Bremen hat mit 85% die höchste Impfquote aller Bundesländer, während Sachsen mit 61% die höchste hat. Ich weiß, was kommt. Bremen hat die mit Abstand höchste Inzidenz aller Bundesländer und Sachsen die niedrigste. Mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Aber was ich sagen muss, ich kann den Erstpunkt nachvollziehen, dass sie dann, ich weiß nicht, ob die dann noch dann alle auf der Tribüne sind oder ob die generell aus dem Bundestag rausgehen, was fände ich, weiß ich, unbedingt sagen, weird, wenn ich bin, wäre froh darüber, wenn ich mehr da wäre, aber das gibt denen schon ein sehr großes Potenzial, sich in die Opferrolle zu stellen, ne? Dass jetzt die Bundesregierung mit großem Bohai eine Corona-Prämie für Pflegekräfte ankündigt und dann aber erstmal langwierig herausfinden möchte, wer denn überhaupt genug belastet war, um die auch verdient zu haben. Nachdem wir es geschafft haben, in nur 4 Tagen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht durch dieses Parlament zu bringen. Ey, das würde ich so fühlen. Impfpflicht wäre der Traum. Das finde ich wirklich unfassbar und völlig unangemessen. Und dann hören wir, dass junge Menschen nicht zum Hausarzt gehen oder keinen Hausarzt haben. Wenn sie sich, liebe Kollegin der FDP, vielleicht die Hausarztverteilung im ländlichen Raum anschauen, dann liegt es nicht daran, dass junge Menschen nicht zum Hausarzt gehen wollen. Sie können gar nicht zum Hausarzt gehen, weil keine Hausärzte mehr vor Ort sind. Und was fordert Ihre Ampelkoalition? Gemeindeschwestern und Gemeinde- und Gesundheitslotsen. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Da wird demnächst der absolute Wahnsinn. Fußballspieler an die Hand genommen und dann ins Impfzentrum geführt, damit er sich die Impfung abholt. Was wir von Ihrer sogenannten Ampelkoalition erwarten hätten. Ich wollte Ihnen noch eine Chance geben, Ihre Redezeit. Es gibt nämlich eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke. Gerne. Das kann ich aber nur so lange machen, wie Sie in Ihrer Redezeit sind. Das ist noch 20 Sekunden. Sehr gerne, Frau Dann bitte schön. Eine Sekunde, alles ist. Lieber Kollege Müller, vielen, vielen Dank. Ist ja ganz spannend, dass CDU, CSU und Die Linke sich bei der PCR-Testung sehr nah sind. Sie haben vom Dezember gesprochen, dass es dem Kollegen Lauterbach hätte bewusst sein müssen, die Labore aufzubauen. Wissen Sie, wer noch bis November im Gesundheitsministerium war und mehrere Jahre die Labore hätte aufbauen können, wie es in anderen Ländern übrigens auch passiert ist, die jetzt schon mit den PCR-Testungen angefangen haben? Klopfen habe ich gehört. Ich habe, wie gesagt, nur eine Sekunde dran geglaubt. Angefangen haben. Die Frage lautet also ganz einfach, wer war denn im November im Gesundheitsministerium? Das ist sehr gut dribbelt, yeah. Vielen Dank für die Zwischenfrage, um auch da einzugehen. Selbstverständlich haben wir als Surfing's Voice Crack.
Vielen Dank für die Zwischenfrage. Um auch da einzugehen, selbstverständlich haben wir als Unionsfraktion auch in der letzten Bundesregierung den Bundesgesundheitsminister gestellt, der bis November da war. Die Omikron-Wand steht erst seit Dezember vor der Haustür. Seit Dezember, übrigens 4 Tage vor Regierungswechsel, erst 4 Tage vor Regierungswechsel, war klar gewesen, wer Bundesgesundheitsminister wird. Und deswegen ist die Schuld in die Schuhe schieben bei anderen nicht angebracht. Die Verantwortung für die Omikron-Wand liegt beim Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Und weil Sie suggestiert haben, wir würden da zusammenstehen, uns unterscheidet vor allem eins. Captain Shark, yeah, den coolen Captain. Was geht? Also Spider! Das wird immer witziger, Jungs. Wir werden das nicht nur fordern, wir wollen da auch vorangehen. Ich habe ja entnommen, dass Sie auch beim Thema Pflege, das Thema Pflegebonus angesprochen haben. Da hört man ja auch komische Töne aus der Ampelkoalition. Hier sind wir schon dabei zu sagen, wir wollen die medizinischen Fachangestellten unterstützen, wir wollen die Notfallsanitäter unterstützen. Und das ist der Unterschied zwischen einer konstruktiven Opposition, die daran schon an Anträgen arbeitet, zu einer linken Koalition bzw. Opposition in ihren Reihen. Jo, die sagt ja mal halbe Buch. Jo, gar keinen Bock, Scheiß zu lesen. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Herr Stich, Stich! Die Linke fordert 12 Euro seit 2017 und natürlich unterstützen wir das, wenn es... Jungs, sie heißt einfach Susanne Ferlsch. ...Projekt jetzt zeitnah umgesetzt wird und mich persönlich würde es wirklich freuen. Damit der Mindestlohn aber wirkt, muss er endlich flächendeckend kontrolliert werden. Und da freut mich das schon wieder etwas weniger, weil das Finanzministerium unter Christian Lindner, der für die Kontrollen letztlich dann zuständig ist, macht mich zweifeln. Die FDP ist nämlich bislang nicht unbedingt als Hüterin von Arbeitnehmerrechten aufgefallen. Für Fortnite! Fast 2,5 Millionen Menschen werden aktuell um den Mindestlohn betrogen. Und für echten Fortschritt muss damit endlich Schluss sein. So oder so kann der Mindestlohn nur die unterste Auffanglinie sein. Notwendig sind gute Arbeitsbedingungen und eine Stärkung der Tarifbindung. Und hier machen Sie bisweilen das Gegenteil von dem, was notwendig wäre. Sie weiten Minijobs aus. Ich hatte es ja gestern in der Regierungsbefragung schon kritisiert. Der Bundeskanzler ist jetzt leider nicht da. Er hat mir nahegelegt, ich soll Statistiken statt Flugblätter lesen. Das gebe ich gerne zurück. Die Statistiken zeigen nämlich deutlich, dass die Minijobs kontinuierlich zugenommen haben. Und eine Studie des IAB belegt auch den Verdrängungseffekt der regulären Jobs. Minijobs als Sprungbrett das in reguläre Beschäftigung, das ist ein neoliberales Märchen und ich bin enttäuscht, dass jetzt auch ein SPD-Kanzler dieses neoliberale Märchen nachplappert. Yeah! Herr Knörig, Sie geben an, das Ziel von 12 Euro... Ich dachte, es wäre einfach nur gewesen, er trinkt, das war die Szene, das wäre wirklich ein Banger, das wäre wirklich der Highlight des Bundestags, Digga. WTF, die... AfD war doch, FDP mindestens, AfD war doch. Halt, ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Die AfD war doch FDP, Mindestlohn- und Minijobgrenze zu erhöhen. Du meinst, die FDP war dafür, also die AfD, die ist in ganz anderen Sphären in dem Moment. Mindestlohn als Unionsfraktion mit uns zu teilen. Ja, meine ich. Ich habe das jetzt so gelesen, dass irgendwie du meinst, dass AfD, FDP, was die das Gleiche sind, habe ich jetzt irgendwie da rausgelesen. Teilen, sagen aber, der Weg sei eben nicht der richtige. Das hieß also, die Mindestlohnkommission müsste die 12 Euro festschreiben. Haben Sie irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass die Arbeitgeberseite, die BDA... Ich glaube, jetzt sollst du mal eine neue Maske holen. A, Gesamtmetall und die anderen Arbeitgeberverbände auch nur die leiseste Andeutung gemacht haben, in der Mindestlohnkommission zu diesem Schritt bereit zu sein. Und wenn Sie dafür keine Anhaltspunkte haben, wie würden Sie denn dann sonst das von Ihnen ja angeblich auch geteilte Ziel erreichen wollen, als mit einer gesetzlichen Änderung? Werter Herr Kollege Kurz, Sie haben Ihren Einstieg gut gewählt, Sie haben das gut reflektiert, was ich hier zum Ausdruck bringen wollte. Aber ich sage Ihnen aber auch eins ganz klar.
Und das ist das, was versucht wird, dass wir uns als Union an dem Verfahren festbeißen sollen und Sie als Regierung sagen, seht ihr, die wollen ja im Grunde genommen nicht die 12 Euro. Und ich sage Ihnen ganz klar, das ist mit uns nicht zu machen. Wir stehen an der Seite. Der ist schon lange dabei, der ist ein richtiger Profi. Derer, die einen Mindestlohn bekommen. Und ich habe Ihnen gerade zwei gute Gründe genannt. Nicht nur die Corona-Pandemie, die Energiepreise, die Inflation. Und deswegen sagen wir, das Ziel von 12 Euro ist richtig. Und ich lade Sie ein, hören Sie weiterhin so aufmerksam meinen Redebeitrag zu. Dann werde ich Ihnen auch gerade noch darlegen, wie wir das im Grunde genommen auch gegebenenfalls mit Ihnen auch, wenn Sie es wünschen, optimieren möchten. Und die letzte Rednerin in dieser Debatte ist Lisa Pause. Lisa Pause! Jungs, die macht das so Pause! Kipp, gehen wir gleich Valorant, wenn du möchtest. Das 90 die Grüne. Pause, Entschuldigung. Entschuldigung, Frau Paus, Sie haben das Wort. Paus, Pause finde ich viel witziger. Noch ist keine Pause, Frau Präsidentin. Mein Name ist Lisa Pause. Wunderkrise, allen Hilfe, das war natürlich unfassbar witzig.